Ein herzliches Hallo, ich begrüße Sie zu unserem Magazin Kanal 3 Steiermark. Es freut mich, dass Sie bei unserer neuesten Ausgabe wieder mit dabei sind. Wir starten wie gewohnt mit unserem Thema der Woche und da sehen Sie eine ganz besondere Getreidemühle. Eine Mühle, die am rauschenden Schwarzbach klappert. Die Strutzmühle im Herzen der Südweststeiermark. Wie es früher einmal war. In Wilfriesen an den westlichen Ausläufern der Choralpe liegt die Strutzmühle. Denn hier wird das Mühlrad der Zeit besonders liebevoll zurückgedreht. Ein wahres Juwel, verborgen im Tal der Weißen Sulm. Sie ist eine der wenigen funktionierenden Mühlen in der Steiermark. Gebaut wurde sie eigenhändig. Die Liebe zu Mühlen hat Peter Fürpass schon seit seiner Jugend. Der Vater hat mich das immer mitgenommen zum Mahlen. Wir haben selber eine Mühle gehabt, aber mit einem Teich. Das ist immer meine Frage gewesen, wenn ich gehen konnte, weil die Mami hat gesagt, du musst wieder gehen mahlen. Sie braucht wieder Mehl zum Brot bohren. Das ist immer schon aus 12, 15 Jahren ein Bauer, bin ich schon selber gegangen mahlen bei meinem Heimatshaus, bei der Mühle. Ne? Nach dem Tod seines Vaters und nach Beginn seiner Pension hat er die Mühle mit wenigen Helfern errichtet. Und das in einer Bauzeit von nur knapp 6 Jahren. Ich bin wie gewesen, um 37 Jahre jetzt sind wir reingearbeitet nebenher, neben einem Gasthof aufbauen. Und noch wie ich Pension gegangen, vor 17 Jahren, dann habe ich die Mühle bauen schon langsam. Ich habe noch meinen Buben übergeben an den Gasthof und habe ich die Mühle bauen. Und so ist das zustande gekommen. Dass sie auch funktioniert, hat uns Peter gezeigt. Mit viel Liebe zum Detail wurde die komplette Mechanik eigenhändig aufgebaut. Über 20 Riemen werden vom Mühlenrad angetrieben. Die Mühle ist sozusagen voll funktionsfähig. Aber mir darf man nicht mehr mahlen. Das sind strenge Auflagen. Das ist Lebensmittel. Das Mehl, was wir da kriegen, das können wir für die Kindlermühlen, das Sackerler. Weil das muss genau die Bezeichnung haben sein. Da sind ganz strenge Auflagen. Wir müssen nur zum Schauen, wenn wir Buß haben oder wenn wir 10 Personen haben, dann lasse ich die Mühle um und tue sehr viel erzählen, wie es früher gewesen ist, wie es heute ist. Ganze Wände voll historischer Werkzeuge, die man damals in Verwendung hatte, heute aber fast niemand mehr kennt und heute auch schwer zu bekommen werden. Das habe ich da beim Mühlenbauen. Habe ich das alles zusammentragen und das 6-7 Jahre beim Fetzenmarkt und so. Und die Bauern haben da oft gebracht und da haben selber, wenn ich was hab gesehen habe, haben sie mich gebracht, die Leute. Und was es in der Mühle noch gibt, das hat einen Seltenheitswert. Eine kleine Getreidewinde. Das habe ich früher mein Leben nie gesehen. Und da habe ich bei einem Fetzenmarkt, bei einem Feuerwehrfetzenmarkt, habe ich den Heifer gesehen liegen. Habe ich gesagt zu einem Feuerwehrmann, gib mir das Heifer. Ja, hat er gesagt, geh damit. Hat er gesagt, weil sonst hat es mir das Klumpen so. Hat er gesagt, ne? Dann habe ich gesagt, ich gehe dir einen Zehner von der Feuerwehr. Ne? Und dann habe ich das dort zusammengebaut. Als gelernter Zimmermann weiß Peter natürlich, wovon er redet. Und wie schon anfangs erwähnt, wurde die gesamte Mühle von ihm erbaut. So auch das Mühlenrad, das Herzstück, das für den Antrieb aller Teile verantwortlich ist. Das ist ein Gefühl erarbeitet worden. Ich habe 14 Tage gearbeitet bei dem Mühlenrad. Ich habe das beim Gasthof in der Werkstatt umgetragen und da habe ich das alles aufgerissen und da habe ich das zusammengebraut. Bis zu 15 Stunden täglich verbringt der Mühlenpeter bei seiner Mühle. Alleine die Geräusche und das Knacken der Mechanik bringt ihn in seine Jugend zurück. Die Strutzmühle hat er seinem Vater zuliebe gebaut. Einfach der Vater zuliebe habe ich das gemacht. Ne? Der ist der Mann gewesen, was das alles mir beigebracht hat. Ne? Wenn du das nicht von Jugend auf kannst, dann brauchst du sowieso nicht angehen. Ne? Ich habe mir gesagt, wenn der Vater jetzt dort aufsteht, da hat er mich mal ein bisschen aufgeklopft auf den Buckel. Ne? Da hat er sich wahrscheinlich sehr gefreut, aber ich sage, der schaut die alle da oben. Wie ich mit dem Vater bin mitgegangen, vor 70 Jahren, ne, als Bauer, waren 24 Mühlen, 6 Sägewerke im Betrieb. Und heute ist alles so voll. Ich war drin und da habe ich mich viel abgeschaut von den Mühlen. Ne, und das habe ich da
umgesetzt bei der Mühle, bei dem Bauen. Ne? Weil ich das sowas angeschaut habe, sonst wäre das wahrscheinlich nicht möglich, wenn sowas Schönes überhaupt zum Bauen. Die Mühle ist sein Lebenswerk und sein ganzer Stolz. Und nicht zu Unrecht, denn sie wurde 2020 als Österreichs schönster Platz ausgezeichnet. Seit über 20 Jahren veranstaltet der Zivilschutzverband die sogenannte Safety Tour. Dabei lernen Schüler der 3. und 4. Schulklassen, wie man sich in Notsituationen richtig verhält. Aus bekannten Gründen kann die Safety Tour auch heuer nicht wie gewohnt stattfinden. Deshalb gibt's die Alternative Safety Goes to School. Jetzt werden wir ein bisschen schwieriger. Die Notrufnummer der Rettung. 144! Habt ihr das vorher schon gewusst, wie ihr die Box gekriegt habt? Oder? Spaß, Wissen und Sicherheit. Das gibt's im Normalfall für die 3. und 4. Volksschulklassen jedes Jahr bei der sogenannten Safety Tour. Wegen Corona kann das Projekt auch heuer nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Deshalb hat sich der Zivilschutzverband eine Alternative einfallen lassen. Von meinem Team hat sich jeder Gedanken gemacht und Anfang Jänner haben wir dann eigentlich schon gewusst, wir machen eine Spielebox, dass wir an die Schulen geben. Da war natürlich die Schwierigkeit dabei, dass wir gesagt haben, wir müssen das natürlich auch vom Landeshauptmann Schützenhöfer bzw. von der AVA und auch von unserem Vorgesetzten noch freigegeben kriegen. Das war dann relativ schnell erledigt und so haben wir eigentlich das Programm mit der Safety Go to School Box entwickelt, gemeinsam mit der Polizei, mit der Feuerwehr, mit der Rettung und mit der AVA natürlich. Diese Box ist an 1225 Klassen der 444 Volksschulen in der Steiermark geschickt worden. Sie beinhaltet 8 Sicherheitsspiele, die die Kinder bearbeitet haben. Die sind extrem lustig, ja, und über den Spaß kann man ganz viel lernen. Ja. Da ist man wirklich voller Wissen und selbst ich habe noch dazu gelernt, ich habe es mit meiner kleinen Nichte gespielt, die geht jetzt in die 2. Volksschulklasse und ich habe es mit meinem Jüngsten gespielt, der in die 3. Volksschulklasse geht und die waren total begeistert. Also mit dieser Box, wie gesagt, kann man viel lernen, kann man viel mitnehmen, kann man Fähigkeiten entwickeln und vor allem lernt man auch, anderen zu helfen. Vom Gefahrenstoff, Würfelpuzzle und Erste-Hilfemaßnahmen über den Notruf-Fragebogen bis hin zum Verkehrszeichenquartett oder dem Feuerwehrrätsel. Mit diesen Spielen eignen sich die Kinder wichtiges, ja oftmals überlebenswichtiges Wissen an. Prävention ist eine der 4 Säulen der AOVA und wir halten es ganz, ganz wichtig, das spielerische Lernen mit Spaß. Und wir wissen, die Schüler sind ja auch unfallversichert, was den Schulweg betrifft, was die den Unterricht betrifft. Und das sind unsere Arbeitskräfte von morgen. Und wenn junge Menschen mit Sicherheit, mit dem Bewusstsein, was man für die Sicherheit machen kann, groß werden, im Spielerischen das lernen, dann werden sie das im Leben einfach einhalten und es wird sich bei der Verletzung, bei den Unfällen, Arbeitsunfällen dann wesentlich reduziert werden. Pro Bezirk ist ein Hauptpreis verlost worden. Die Schüler dürfen sich über eine Steiermark-Card freuen. Die steirische Bike-Mappe. Haben Sie schon mal was davon gehört? Es ist nämlich so, dass das Mountainbiken immer beliebter wird und aus diesem Grund hat das Land Steiermark die Bike-Mappe ins Leben gerufen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen und auch das Verhältnis zwischen Mountainbikern und Grundbesitzern sind nicht immer einfach. Eine Lösung für das Problem soll die neue Bike-Mappe bringen. In der ersten Auflage werden den steirischen Bikehändlern insgesamt 35.000 Exemplare zugestellt. Die Bike-Mappe ist ein sehr kompakter, neuer Weg, zukünftige Mountainbikerinnen und Mountainbiker mit den notwendigen Grundinformationen auszustatten. Das heißt, wenn Sie sich heute ein Mountainbike kaufen, kriegen Sie direkt vom Fachhändler auch diese Bike-Mappe überreicht, wo eben drinnen steht, wie man sich in der Natur verhalten sollte, worauf zu achten ist und das Ganze auf eine durchaus humorvolle Art und Weise. Neben der Bewusstseinsbildung ist auch die Sichtbarkeit des Streckennetzes wichtig.
Ja, wir haben vor circa 3 Monaten den ersten steirischen Mountainbike-Koordinator eingesetzt mit Markus Beckhol. Und ihm ist es bereits in den ersten 3 Monaten gelungen, wesentliche Verbesserungen zu schaffen, neue Strecken auszuloten und tatsächlich auch das Streckennetz in der Steiermark zu digitalisieren, sodass für den Mountainbikesport die Steiermark eigentlich zu einer Top-Destination geworden ist. So wird an Lösungen gearbeitet, die die Mountainbiker und auch die Grundbesitzer zufriedenstellen. Die Temperaturen der letzten Tage sind für viele fast nicht auszuhalten. Da hilft meistens nur noch das kühle Nass. Wenn dann der kleine Hunger kommt, hat man oftmals keine Lust auf deftige Gerichte. Deshalb gibt's für uns Ernährungstipps für die heißen Tage. In den nächsten Tagen wird das Thermometer immer wieder Temperaturen jenseits der 30 Grad anzeigen. Das fordert den Kreislauf. Umso wichtiger ist es da, ihn nicht unnötig zu belasten. Das gilt für Sport, der nur morgens oder abends, also wenn die Hitze noch nicht voll da ist, gemacht werden sollte und natürlich auch für die Ernährung. Fettes und schwer Verdauliches belastet den Körper zusätzlich, der sowieso schon damit beschäftigt ist, mit der Hitze klarzukommen. Statt großen Portionen lieber zu mehreren kleinen greifen. Vor allem die mediterrane Küche sowie auch die italienische oder griechische eignen sich im Sommer besonders, um den Hunger zu stillen. Das öffentliche Gesundheitsportal Österreichs empfiehlt vermehrt Obst- und Gemüsearten mit einem hohen Wasseranteil, wie Äpfel, Kirschen, Erdbeeren, Gurken, Wassermelone oder Paradeiser zu essen. Dadurch wird der Körper beim Essen auch gleichzeitig mit Flüssigkeit versorgt. Auch Milchprodukte wie Joghurt, Topfen und Co. sollen laut der traditionellen indischen ayurvedischen Ernährungslehre kühlend von innen wirken. Fruchtsalat mit Nüssen, selbstgemachtes Fruchteis oder ein erfrischender Buttermilchdrink sind im Sommer ebenfalls leicht bekömmlich und erfrischend. Obst- und Gemüseshakes liefern dem Körper die nötige Energie und versorgen ihn ebenso zusätzlich mit Flüssigkeit. Zudem liefern Obst und Gemüse viele wertvolle Vitamine und Mineralstoffe. Salate in verschiedenen Variationen sind das ideale Sommeressen und in dieser Jahreszeit auch hervorragend als Hauptspeise geeignet. Vorsicht ist bei rohen tierischen Lebensmitteln geboten. Besonders rohe Eier, beispielsweise in Tiramisu oder Mayonnaise, aber auch roher Fisch sowie Fleisch, sind besonders anfällig für Salmonellen und andere Bakterien. Diese können zu Verdauungsbeschwerden und Durchfallerkrankungen führen. Die Kulturszene in Leoben nimmt wieder Fahrt auf. Kürzlich ist das Herbstprogramm 2021 vorgestellt worden und da ist wirklich für jeden Kulturbegeisterten etwas mit dabei. Besondere Veranstaltungen in außergewöhnlichen Zeiten. Unter diesem Motto hat das Kulturreferat der Stadtgemeinde Leoben ein abwechslungsreiches Kulturprogramm für den Herbst zusammengestellt. Trotz der unsicheren Rahmenbedingungen. Naja, wir sind natürlich vorsichtig herangegangen, so wie wir es, glaube ich, die letzten 1,5 Jahre bereits gemacht haben. Mit 19. Mai konnten wir wirklich beginnen mit einem tollen Konzert des Stadtorchesters und so haben wir auch gesagt, wir beschränken die Planungen jetzt einmal bis zum Ende des Jahres. Sehr vorsichtig, hoffen auf die 3G-Regeln, dass die auch bis Jahresende Wirksamkeit haben und so sind wir zuversichtlich, dass wir die Kulturveranstaltungen durchführen können. Besondere Kulturimpulse setzt Leoben mit der neuen alternativen Veranstaltungsreihe Leobener Frischluft. Dabei handelt es sich um Outdoor-Veranstaltungen, bei denen vor allem heimische Künstler auftreten. Ich denke mir, die Identifikation mit der Region ist natürlich größer, aber auch das Interesse des Publikums und da gibt es ja auch Protagonisten aus der Stadt, die dort eine kleine Rolle spielen können. Die Schauplätze sind auch bekannt im Freien, also nicht nur in den Räumen und das ist einmal ein Experiment, das der Zuschlager Werner Schneider hier bei uns in Leoben durchführen kann. Bei Musikveranstaltungen, Theateraufführungen, Kreativworkshops und Literatur ist bestimmt für jeden Kulturbegeisterten etwas dabei.
Wir setzen natürlich auch einen Schwerpunkt mit dem Operettenensemble. Wir werden in diesem Jahr die Fledermaus hier im Stadttheater Leoben zur Aufführung bringen, aber auch ein breites Spektrum an Theatervorstellungen, Konzerten im klassischen Bereich, im Pop-Bereich und natürlich sehr viel auch für die Kinder im Stadttheater Leoben. Die Kosten für das Kulturprogramm mit 45 Veranstaltungen belaufen sich auf rund 100.000 Euro. Start für den Ticketverkauf ist Donnerstag, der 22. Juli. Für unser Interview der Woche haben wir Zita Matus getroffen. Sie komponiert ganz spezielle Lieder und hat uns erzählt, wie Musik unser Leben positiv beeinflussen kann. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Interview der Woche. Dieses Mal sitzt mir Zita Matus gegenüber. Sie ist Mutmacherin, Motivatorin und Liedermacherin. Herzlich willkommen, liebe Zita. Schön, dass du bei uns zu Gast bist. Ja, danke, dass ich heute da sein darf. Freue mich sehr darüber. Wir freuen uns auch. Deine Passion ist ja die Musik. Die begleitet dich auch schon dein ganzes Leben lang. Aber du hast ein ganz besonderes Projekt in Angriff genommen. Du komponierst Namenslieder. Vielleicht kannst du kurz erklären, was man sich darunter vorstellen kann und wie du überhaupt dazu gekommen bist. Ja, die Namenslieder, was man sich darunter vorstellen kann, sind verschiedene Themen, zum Beispiel ein Mutlied, ein Schlaflied, ein Willkommenslied. Und die Lieder bleiben gleich an sich, aber ich singe die Namen immer neu ein. Also quasi, wenn jetzt eine Nina kommt, dann singe ich für die Nina zum Beispiel das Schlaflied neu ein. Und wie ich dazu gekommen bin, das ist wirklich eine längere Geschichte, aber um es kurz zu fassen, als Kind war es einfach so, dass ich schon viel erleben durfte und mein Vater ist sehr früh verstorben und ich habe halt irgendwie gemerkt, die Musik gibt mir Kraft und es ist so mein Anker und ich habe mir irgendwie so meine ganzen Emotionen dadurch ausdrücken dürfen mit Instrumenten, mit Musik und so weiter und irgendwann bin ich draufgekommen, es gibt so alte Lieder, so Schlagerlieder, zum Beispiel Veronika, der Lenz ist da, Marlene, Rosi, hol die mit dem Traktor ab und wir haben als Kind das irgendwie immer so witzig gefunden, wenn wir die Namen austauschen. Zum Beispiel Zita, ich hol die mit dem Traktor ab. Oder wenn wirklich eine Veronika da war und es kam das Schlagerlied damals, dann habe ich gemerkt, das macht was mit dem Menschen. Also irgendwie fühlt sich der Mensch angesprochen, man fühlt sich berührt, man fühlt sich geborgen. Dann habe ich gedacht, das ist ja interessant, warum kann man die Komponenten nicht zusammenfügen? Und habe dann ewig gesucht als Kind, das weiß ich noch, ein Lied mit meinem Namen, habe aber nichts gefunden. Und so bin ich dann dazu gekommen. Ich habe es nicht losgelassen und dann halt durch das Studium und durch die Seminare, die ich geben durfte, habe ich dann immer für die Menschen gesungen mit dem Namen. Habe gemerkt, das macht was, ich möchte mehr erreichen. Und so sind dann irgendwie die Namenslieder entstanden, dass ich gesagt habe, so kann ich mehr Kinder erreichen, bald auch Erwachsene. Genau. Also man kann für jeden Anlass das passende personalisierte Lied bei dir kaufen dann? Genau, also momentan haben wir 9 Lieder, aber zum Beispiel Willkommenslied, also zur Taufe oder wenn ein Neugeborenes kommt oder ein Schlaflied, wirklich als Ritual, das zu nehmen. Ein Aufräumlied haben wir, dann ein Mutmachlied, weil ich kenne auch viele Kinder, da gibt es so Überbrückungen in die Schule, vom Kindergarten oder auch schüchterne Kinder, so wie ich es war, wo das gut tut, wenn man das hört. Ich kann das, ich schaffe das, also wirklich so als lebenslange Begleitung, genau. Und welche Lieder kommen jetzt oder gibt es ein Lied, das besonders gut bei den Kindern ankommt und wenn ja, warum? Ja, das Mutmachlied ist sehr beliebt und ich merke, dass es den Kindern gut tut. Erstens den Namen zu hören, sie fühlen sich angesprochen und auch die Worte, sie singen ja dann mit, ich kann das, ich schaffe das, ich bin gut genug. Also man merkt irgendwie, das taugt ihnen und das sind schöne Worte und ich bin davon überzeugt, dass Worte ganz, ganz viel mit uns machen, auch ins Unterbewusste gehen. Und ich sage immer, wenn ich das von Anfang an habe, dann braucht man nicht so lange kämpfen wie ich oder wie andere und an sich zweifeln, sondern dann weiß ich, ich kann mir vertrauen und ich kann meine Träume leben und darum geht es ja auch. Also für dich hängen Selbstvertrauen, Mut, Freiheit, Leichtigkeit unmittelbar mit der Musik zusammen? Ja, weil man mit der Musik einfach viel erreichen kann. Da gibt es ja viele Studien und Musik und Emotionen sind gekoppelt. Und vielleicht kennst du das auch noch so von der Kindheit, vielleicht ein Lieblingslied, wenn man das wirklich nochmal hört, dann kommt man sofort in die Situation. Und so kann man das koppeln. So kann ich zum Beispiel mit 35, wenn ich Schlafprobleme habe, leider, kann ich mein Schlaflied hernehmen von der Kindheit. Lebenslang kann man das anhören und kann mich nochmal in diese Geborgenheit reinversetzen. Also würdest du jetzt grundsätzlich Eltern empfehlen, auch diese Namenslieder zu Hause zu singen oder ihnen den Kindern vorzuspielen oder
Was würdest du da empfehlen? Ich würde empfehlen, dass man Rituale verknüpft. Rituale sind sehr wichtig. Leider sind manchmal so ein bisschen nicht mehr so gute Emotionen gekopft, aber es gibt ja tolle Rituale. Es gibt ein Aufstehritual. Dann kann man das zum Beispiel das Aufstehlied, wenn ich weiß, mein Kind kommt nicht so leicht raus, ich war auch so eine, dann kann ich das so integrieren. Oder ich kann dann zum Beispiel ein Entspannungsritual machen, dann ein Schlafritual oder wirklich ein Mutritual, wenn ich weiß, mein Kind hat eine Prüfung. Oder wenn ich weiß, es ist eine herausfordernde Situation, dann höre ich das. Und natürlich, mitsingen ist immer super. Aber natürlich kein Muss, aber ich finde es immer gut, wenn man das sich traut zu singen, weil jede Stimme ist besonders. Und genau, da gibt es kein richtig und falsch, das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt haben wir gehört, die Musik hat eine besondere Wirkung auf Kinder, wahrscheinlich auch generell auf die Menschen. Wie können jetzt Erwachsene Kraft aus der Musik schöpfen? Indem sie vor allem die Musik wieder bewusst hören. Wir kennen das alle, wir gehen in den Supermarkt rein oder wir gehen im Auto fahren, das ist sehr gut. Aber ich würde vorschlagen, so anzufangen, dass man vielleicht 3 Minuten nimmt, 2 Minuten, wirklich die bewusst mal zuhört, Augen schließt. Da gibt es ganz viele Studien, wenn ich schon meine Augen zumache, komme ich eben in diese Entspannung rein, in diese Alphawellen und kann dann eben durch das bewusste Musikhören wieder Kraft tanken. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Sachen wieder bewusst machen und integrieren. Und ich glaube, du bietest ja dahingehend auch Seminare, Kurse und so weiter an, oder? Genau. Mittlerweile war so viel los mit den Namensliedern, dass das gerade wieder in den Hintergrund ist. Aber die Seminare sind noch da und da geht es vor allem auch um Mut, eben um in die Freiheit zu gehen, um Selbstvertrauen, um Vision vor allem. Weil ich bin auch davon überzeugt, wenn ich ein Ziel habe oder eine Vision von meinem Leben, und wenn ich weiß, wo ich hin möchte, dass ich alles erreichen kann. Und oft ist es ja so, man trifft Menschen und fragt, wo willst du eigentlich hin im Leben? Und sie sagen, keine Ahnung. Und das finde ich immer so schade, weil wenn man sich damit auseinandersetzt, was ich wirklich will, dann haben wir einen Fahrplan. Ich sage immer so eine Navigation, eine Richtung. Und so leben wir vielleicht wie so Roboter, klingt das jetzt ein bisschen komisch, in Automatismen, was wir eigentlich gar nicht wollen, weil wir es nicht hinterfragen, ob das wirklich zu uns passt. Mhm. Hat die Musik jetzt die gleiche Wirkung auf jeden oder muss man da besonders musikalisch sein oder musikbegeistert oder kann die Musik wirklich jeden positiv beeinflussen? Jeden, aber ich sage mal dazu, natürlich soll die Musik gefallen, das ist sehr subjektiv. Also wenn ich jetzt jemandem Musik empfehle und der Mensch kann damit gar nichts anfangen, dann muss man das auch nicht dazu zwingen. Grundsätzlich dazu einmal offen zu bleiben, zu schauen, welche Musik gefällt mir oder mich da wirklich einzulassen. Und wirklich jeder ist musikalisch, weil sonst könnten wir beide gar nicht sprechen, weil unser Klang und unsere Melodie sind ja allein schon Rhythmus. Und Sprache ist Klang und deswegen ist jeder musikalisch, bloß dass wir es vielleicht abgewöhnt bekommen haben in der Schule. Du klatschst nicht richtig, du bist nicht musikalisch, deine Stimme klingt unschön, was heißt das überhaupt? Also das finde ich ganz, ganz schade, da einfach mal wieder frei reinzugehen und damit einen Ausdruck zu finden und wirklich einfach frei zu singen. Ich sage immer ganz vielen Erwachsenen, wenn es euch nicht traut, dann macht es halt beim Autofahren oder unter der Dusche und kommt mal wieder mit der Stimme, mit der Stimmung in Berührung. Ist also wichtig, wäre wichtig für jeden eigentlich im Leben. Ja, voll. Man sagt ja immer, die Musik fördert auch die Fantasie und die Kreativität. Ist das richtig? Genau, und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir sagen, ja, der Verstand, also wir leben ja in einer Gesellschaft, wo das sehr gefördert wird. Leistungsdruck etc. möchte ich gar nicht so drauf eingehen, aber wichtiger ist noch, dass wir eben die Fantasie fördern mit der Musik. Wir können träumen und ich brauche immer einen Zugang zu diesen Träumen, weil dann habe ich einen Zugang zu mir selbst persönlich und kann dann sagen, ja, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Und deswegen das mit Musik zu fördern von Anfang an, mit den Liedern, aufzumachen und dann natürlich mit den Träumen den Verstand benutzen. Das ist auch wichtig, das zu koppeln, aber wirklich in die Fantasie reinzugehen und sich zu trauen, wieder zu träumen. Weil als Kind hat man ja das ganz oft, ich möchte das und das werden und dann kommt von außen, das geht vielleicht nicht, das geht vielleicht nicht, dann macht man dazu und das finde ich so schade, weil ich glaube, da liegen so viele Potenziale in uns und in jedem von uns. Also die Musik öffnet uns viele Türen eigentlich. Genau, sie öffnet viele Türen, ja. Dann bedanke ich mich herzlich bei dir fürs nette Gespräch. Zum Schluss habe ich noch einen Wortrap für dich vorbereitet. Das heißt, ich sage ein Wort und du sagst mir bitte spontan, was dir dazu einfällt. Das erste natürlich Musik. Musik öffnet die innere Welt. Leidenschaft. Leidenschaft ist wichtig für jeden Menschen. Name. Name ist so besonders, weil jeder Name ist wertvoll und hat eine ganz eigene Bedeutung. Und Kreativität? Kreativität fördert die eigenen Träume und ebnet den eigenen Herzensweg.
Danke vielmals, liebe Zita, hat mich wirklich sehr gefreut. Wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Danke. Danke. Fahren Sie mit der MVG zum Wipfelwanderweg in die Rachau. Busfahrt und Eintritt für Erwachsene nur 32 Euro und für Kinder nur 29 Euro. Die Tagesfahrt findet am Freitag, dem 23. Juli statt. Alle Infos unter mvg-kapfenberg.at. Simone Koppmeier, Musik aus Jazz, Latin, Soul und Pop. Am Samstag, dem 17. Juli auf der Burg Oberfeuzberg. Beginn ist um 19.30 Uhr. Simone Koppmeier live in Feuzberg. 17. Juli ab 19.30 Uhr auf der Burg Oberfeuzberg. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI. Bildung, Freude inklusive. Natur, Sport, Veranstaltungen, Kunst, Gesellschaft, Imagefilme oder Werbespots. Wir halten Ihre Lieblingsmomente fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail. Das ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Heute ist Bölfingbrunn eine Zuzugsgemeinde und beliebter Treffpunkt von Jugendlichen. Damals war es ein Ort, in dem Kohle abgebaut wurde. Mit der Einstellung des letzten Werkes Bölfing-Bergler im Jahr 1976 kam das Ende der Bergbauepoche. Der Schaustollen soll an die 175-jährige Bergbauzeit des Ortes Bölfingbrunn erinnern. Mit pensionierten Bergleuten und einem erfahrenen Steiger sowie mit Unterstützung der Marktgemeinde wurde in den Jahren 1987-88 in den Kellergewölben der ehemaligen Werksschule ein Kohlebergwerk nachgebildet, das sehr naturgetreu die schwere Arbeit der Bergleute unter Tage aufzeigt. Mit Schutzhelmen ausgerüstet geht es über ein holzgezimmertes Gesenke vorbei an einer Nische, in der die heilige Barbara verehrt wird, weiter in den zweiten Ausstellungsraum. Im Mittelpunkt steht hier ein Bergmann im traditionellen Bergmannskittel. Weiters kann man ein Modell eines Kohlebergwerks mit Hauptförderschacht, Maschinenhaus, Sperration, Wetterschacht und ein kalorisches Kraftwerk besichtigen. In den Wandvitrinen werden verschiedene Geleuchte gezeigt, von der Öllampe über die Karbidlampe bis hin zu elektrischen Kopfleuchten. Ein Schaukasten enthält die im Bergbau eingesetzten Sprengmittel. Weiters gibt es hier auch noch verschiedenes bergmännisches Bildmaterial und historische Bilder von den Nachbarbetrieben. Den eigentlichen Schaustollen betritt man, begleitet von originalen Geräuschen über eine Grundstrecke mit Schienen. Nach einer Drehplatte sieht man in einem kurzen Vortrieb einen beladenen Grubenhund. Mit färbigen Lämpchen kann auch hier die Schussfolge bei einer Vortriebssprengung demonstriert werden. In der Steigerkammer gibt es ein Grubentelefon, eine Grubenkarte, Rettungsgeräte und ein weiteres Gezehe. Durch die niedrige Abbauhöhe kann man sich hier gut die kniende und oft auch liegende Arbeit des Bergmannes vorstellen. Ein ca. 80 Jahre alter hölzerner Grubenhund, wie er in der Brunnengrube verwendet wurde, vervollständigt die Arbeitsweise der Bergleute. 2015 wurde der Schaustollen renoviert, der Vorführraum wurde komplett neu gestaltet und der Schauraum im Keller saniert. Die Hauptschach-Gedenkstätte zum Gedenken an die verstorbenen Bergleute entstand 2005 aus einem Schulprojekt und wurde 2015 in mühevoller Arbeit renoviert, neu gestaltet und zu einer würdigen Gedenkstätte umgebaut.
Urlaub in einem fernen Land oder doch lieber in Österreich? Wir wollten Ihre schönsten Urlaubserinnerungen wecken und haben in unserem Spontan der Woche nachgefragt, was denn Ihr liebstes Reiseziel ist. Spontan! 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 Spontan natürlich! Was war bisher Ihr schönstes Urlaubsziel? Also jetzt in diesem Urlaub Hirscheck, Camping Hirscheck. Natur pur. Und haben Sie vor, da nochmal hinzufahren? Auf jeden Fall. Aber hierher auch, ist auch sehr schön. Was war denn sonst so Ihr schönstes Reiseziel bisher? Schön ist es da, wo es nachts kühl ist, wo man sich entspannen kann. Und da ist hier in den Bergen ist das optimal. Ja, ich bin jetzt das erste Mal in Österreich unterwegs, das Steiermark das Schönste. Außer beim Fischen war nur in der Steiermark. Und mir gefällt es gut, Land und Leute. Admont Reichenstein, der Berg bei Admont. Also sehr gut gefallen hat es mir in Afrika, aber auch in Mittelamerika. Das kann man natürlich nicht vergleichen, das ist eine andere Art Urlaub zu machen. Bisher schönstes Reiseziel gewesen? Kroatien. Naja, Camping. Camping, ansonsten Thailand. Unser schönster, wir waren viel in Tirol gewesen. Ja, und dort am Wilden Kaiser und ja, das war auch sehr schön gewesen immer. Also wir waren Kuba und Thailand, das war sehr schön und wir sind aber jetzt, Österreich ist wunderbar, also mit den ganzen Seen und mit dem Allen, also wir steigen jetzt auf Österreich um. Spontan! 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 Spontan natürlich! Ein spannendes Stadtgespräch gibt's für Sie natürlich auch diese Woche wieder. Das Thema ist Andocken am Grazer Lendhafen. Zu Gast ist die Leiterin der Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung. Andocken am Grazer Lendhafen, meine Damen und Herren. Daraufhin will ich Ihnen Gusto machen. Heute die Hausherrin dort, sozusagen die Kapitänin vor Ort, die ist heute mein Gast in den Stadtgesprächen. Schön, dass Sie dabei sind im Merkur Headquarter in der Konrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz. Und ich begrüße die Magistra Andrea Keimel. Sie leitet die Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz. Das ist ein langer, fast ein bisschen sperriger Name, aber dafür ist der Inhalt sehr schwer, also eine ganz wichtige Institution, die wir in der Stadt Graz haben. Aber liebe Frau Keimel, zu Beginn klären wir es auf. Ich zeige es auch gerne her, den Lendhafen, das ist das Logo, nehme ich mal an. Ein Logo für den Lendhafen. Was ist der Lendhafen? Ja, zuerst herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich wirklich, dass wir unseren Lendhafen auf diese Weise auch vorstellen können. Der ist noch ganz frisch, gell? Der ist noch, der riecht ist man noch Farbe. Und ich Farbe muss ein bisschen ausholen dazu, ja, weil vielleicht manche, die uns heute zuschauen, den Marie-Hilfer-Platz noch verbinden mit einem kroatischen Lokal namens Opatia, das viele Jahre am Marie-Hilfer-Platz Fisch gekocht hat. Und nachdem dieses Lokal eben dann aufgehört hat, haben wir den Auftrag bekommen von unserem Chef, das ist der Bürgermeister der Stadt Graz, der Bürgermeister, genau, hat dann gesagt, wir sollen diesen Raum und auch den Platz am Marie-Hilfer-Platz zu einem Platz der Grazer Wirtschaft machen. Und den Auftrag haben wir natürlich gern angenommen, weil der Platz einfach mit zentralem Blick auf den Schlossberg, die Mur daneben, die Mur, die Tiefgarage, super Anbindung. Super. Dann haben wir gesagt, das machen wir. Wir haben dann mehrere Städte und Länder angeschaut, was heißt das Raum für die Wirtschaft, was gibt es schon, was gibt es nicht. Dann haben wir ein junges Architektenteam gefunden, die WG3, die hat mit uns dann die Planung gemacht und wir haben bei der Planung schon die Grazer Wirtschaft eingebunden, die uns gesagt hat, wie soll der Raum ausschauen, was soll er nicht haben, welche Funktionen soll er erfüllen. Mhm. So ist der Lendhafen entstanden. Fertig war er dann knapp vorm Lockdown. Wie praktisch, alle, gell? Ja. Wie alle haben wir dann schließen müssen. Kein großes Eröffnungsfest, aber werden wir noch nachholen. Und wir hoffen jetzt mit den Rahmenbedingungen, die jetzt da sind, dass wir bald wieder den Raum wirklich für die Grazer Wirtschaft öffnen können. Und es gibt eben drei Möglichkeiten, diesen Raum zu nutzen. Wir sagen immer Treffpunkt, Bühne und Werkstatt. Mhm. Treffpunkt heißt, es sollen Veranstaltungen stattfinden.
Bühne heißt, wir wollen der Grazer Wirtschaft wirklich eine Bühne geben, dort ihre Produkte zu präsentieren. So wie ein Pop-Up-Store, kann man sich das vorstellen. Genau, ja? Genau. Ja. Wenn jemand einen neuen Prototyp, neues Modell entwickelt hat, kann man den Raum buchen, um diesen Prototypen zu präsentieren. Und das Dritte ist eben die Werkstatt, es soll gearbeitet werden. Das heißt, zwei oder mehrere Unternehmen sollen sich zusammentun, um gemeinsam was auszuprobieren, neue Methoden zu probieren, gemeinsam etwas zu entwickeln, gemeinsam an Zukunftsthemen zu arbeiten. Das heißt, die arbeiten dann doch für eine gewisse Zeit. Mhm. Auch hier dieser Pop-Up-Gedanke, Open-Space-Gedanke, so quasi zum Zuschauen. Kann man Grazer Wirtschaft spüren? Oder genau. Ist das ein exklusiver Rahmen, der nur für die Grazer Wirtschaft ist und von außen darf ich maximal? Nein, das ist es sicher nicht. Das ist open-minded. Ne? Das open-minded, ja. Und auch sozusagen kleine Settings, die dann sozusagen nicht für die Öffentlichkeit gedacht, ja, sind. Der Grundgedanke, und das war immer das starke Feedback aus der Wirtschaft, wirklich einen Raum zu gestalten, der komplett offen ist. Also der Raum hat ungefähr 160 Quadratmeter. Ja. Der Wunsch war, den nicht irgendwie abzuteilen mit kleinen Keulen, sondern es wirklich komplett offen. Fassungsvermögen, wenn Corona nicht etwas anderes sagt, 90 Personen, jetzt im Moment nur die Hälfte, also da hoffen wir, dass wir bald wieder mehr Platz bieten können. Und der Raum ist mit jeglicher Technik ausgestattet. Ja. Das war das Feedback der Unternehmen. Ja. Das heißt, wir haben das größte Whiteboard der Stadt Graz. Also man kann den ganzen Raum sozusagen beschreiben. Aha, wie cool es gibt das. Raumteiler, die wir Matrosen nennen, passend zum Lendhafen. Die sind gleichzeitig Garderobe, Aufbewahrung, aber auch Raumteiler, weil eben die Unternehmer und Unternehmerinnen, gerade die Jungen, gesagt haben, sie wollen sich das Setting selbst machen. Ja. Das heißt, die Idee ist, man bucht den Raum und kann dann völlig eigenständig selbst sagen, brauche ich drei Bereiche, wo ich unterschiedlich mit unterschiedlichen Settings arbeite, brauche ich den ganzen Raum. Okay. Es ist eine Teeküche dabei, Kaffeeküche mit vollem Equipment, und der Gedanke ist eben wirklich buchen, selbst gestalten und gemeinsam mit Menschen dort etwas Neues entwickeln. Und sich präsentieren. Und sich präsentieren. Vor genau, allem. Genau. Wie ist da jetzt so die erste Erfahrung? Gott, wir waren ein bisschen jetzt runtergebremst natürlich. Das heißt, wir kommen erst langsam wieder in Tritt. Also das vielleicht die Erfahrung jetzt das schlechteste Wort, was ich jetzt gerade gewählt habe. Aber so der Zuspruch, dass man Bühne schafft, Werkstatt schafft. Man muss ja auch sagen, dass Ihre Abteilung, also Sie sind in diesem selben Gebäude, quasi einen Stock höher, sind also vor Ort und spüren diesen Spirit ja auch. Wie sind da so die Resonanz? Also braucht Grazer Wirtschaft Bühne? Grazer Wirtschaft braucht ganz viel Bühne. Ich glaube, wir können nicht mehr viel Oder anders gefragt, geben. Wird sie genutzt, auch die sie Bühne? Wird, es war jetzt natürlich bedingt durch die Pandemie schwierig, weil wir waren super gebucht. Also wir waren die ersten Wochen wirklich ausgebucht, mussten dann eben zusperren. Was dann passiert ist, dass neue Settings entstanden sind. Es sind eben viele Livestreams gemacht worden aus dem Lendhafen, hybride Formate. Also das, was möglich war, die letzten eineinhalb Jahre haben wir gemacht. Das, was wir jetzt spüren an Buchungen, also es kommt jetzt täglich eine Anfrage quasi wieder herein, um den Raum zu buchen. Da geht es jetzt wirklich um Präsenzveranstaltungen, aber auch um verschiedene Workshops, wo Unternehmen gemeinsam eben neue Methoden erproben wollen und gemeinsam Zukunftsthemen weiterentwickeln. Mhm. Also das heißt, Thema Agilität, Mindset, neue Methoden, wie wir gemeinsam arbeiten, das alles wird im Lendhafen erprobt. Grazer Wirtschaft sucht also auch proaktiv das Scheinwerferlicht, hat jetzt auch eine zusätzliche hochprofessionelle Bühne. Das ist ja gut so. Sie sagen ja auch Wirtschaft, wenn man den Lendhafen, also ihr Logo umdreht, dieses Kärtchen, dann steht hier Wirtschaft neu denken. Was heißt für Sie Wirtschaft neu denken, beziehungsweise inwieweit müssen wir jetzt neu denken? Also was haben Sie dazu gelernt? Wir werden ja gleich erklären, was Sie leisten, damit Grazer Wirtschaft funktioniert und pulsiert, außer den Lendhafen. Was heißt Wirtschaft neu denken? Nicht nur neue Produkte wahrscheinlich. Nicht nur neue Produkte und das, was wir jetzt die letzten eineinhalb Jahre mitmachen mussten, war für mich persönlich einfach so ein bisschen Spiegelbild dessen, was vorher schon gut funktioniert hat und was vorher nicht gut funktioniert hat. Und da hat sich so viel verändert, auch für die Wirtschaft. Und wir gehen davon aus, und das ist eben auch das Jahresthema im Lendhafen, nämlich New Work and Leadership, dass es nicht nur um die Technik geht, also wie gesagt, nicht nur um die Digitalisierung, das ist ein großes Thema,
sondern es geht um die Menschen, wie die Menschen diese Veränderungsprozesse jetzt schaffen. Und da setzen wir neben aller Basisarbeit, die die Abteilung zu leisten hat, im Moment mit unseren Veranstaltungsformaten, Impulsen, Formaten an, weil wir sagen, wir wollen den Menschen jetzt helfen, diese Herausforderungen zu schaffen. Mhm. Deswegen auch dieses Jahresthema bei der Nutzung des Lendhafens, wo wir sehen, das wird super, super angenommen, weil alle Unternehmer und Unternehmerinnen, alle Führungskräfte in Unternehmen jetzt mit dem Thema beschäftigt sind, was heißt diese Veränderung für mich als Mensch und wie kann ich mein Unternehmen in den nächsten Jahren überhaupt neu aufsetzen. Wobei wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht das auch noch nicht wirklich klar ist. Also jetzt haben wir halt gelernt, digitale Konferenzen abzuhalten, wir haben gelernt, dass online gut funktioniert, aber es wird es nicht gewesen sein, könnte ich mir vorstellen, oder ich hoffe es zumindest auch als Privatmensch. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist Grazer Wirtschaft jetzt nicht nur ein innovatives digitales Startup, ein cooles, sondern es kann auch der neudenkende Schuster sein, die es auch gibt, ne? die Schuhhandwerk betreiben. Genau. Also das schon. Es betrifft alle Branchen. Also ich glaube, die Startups, das ist auch unsere Erfahrung jetzt, wenn man die letzten 1,5-2 Jahre anschaut, haben sie wesentlich leichter getan, diese Veränderungsprozesse zu schaffen, weil sie schneller agieren als jetzt ein großes Industrie- oder Gewerbeunternehmen. Ja. Die haben die Veränderung einfach schneller geschafft, haben Nischen gefunden, mit denen sie sich neu positionieren können. Aber es betrifft genauso Handwerk, es betrifft Gewerbeindustrie, es betrifft den Handel. Ja, natürlich. Ja. Ganz stark Tourismus, Gastronomie, alle mussten auf diese Veränderungsprozesse reagieren. Wobei gerade beim Handel, das ist ein großes Thema auch der Abteilung, wo wir gemeinsam mit City Management, mit einem Verein, den es auch in Graz gibt, der sich um die Händler der Innenstadt kümmert, da muss man natürlich jetzt auch hinschauen, was haben diese Veränderungen wirklich und das veränderte Konsumverhalten der Menschen, was bedeutet das für den Handel? Also da lernt es auch ihr wahrscheinlich immer wieder neu. Jeden Tag. Also auch hier ein neues Denken. Jetzt haben Sie mir das Hölzl geworfen, wenn wir von Bühnen und von Scheinwerferlicht reden, dann gibt es natürlich diesen wunderbaren Lendhafen. Wir haben aber auf der anderen Seite Handel und andere Unternehmer in Graz auch viele Leerstände. Es gäbe viele Bühnen in Graz und leider auch viele Unbespielte. Mhm. Was ist da zu tun? Das ist so ein ewiges Thema in unserer Stadt, ich weiß das schon. Aber auch hier neu denken? Überall neu denken im Moment. Mhm. Also wir lernen auch in der Abteilung wirklich jeden Tag neu dazu. Planen ist nicht mehr angesagt, sondern wirklich einfach tun, ausprobieren, scheitern, wieder neu beginnen. Weil der Leerstand angesprochen worden ist. Wir haben in den letzten 1,5 Jahren noch nie so viele Förderungen aufgesetzt wie in dieser Zeit. Unter anderem eben auch Förderungen, die dazu dienen sollen, diese Leerstände neu zu bespielen. Mit Pop-up-Nutzungen, mit neuen Geschäftsideen, weil wir einerseits das Stadtbild wieder etwas verändern wollen und diese Leerstände minimieren und auf der anderen Seite den innovativen Ideen Raum und Platz geben wollen, Bühne mitten in der Stadt. Leistbar heute natürlich, ne? Leistbar. Für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Da gibt es eben zwei neue Fördermodelle, die bei uns auf der Homepage www.wirtschaft.graz.at das wollen wir gern sind. Transportieren, ja. Und da gibt es sozusagen finanzielle Unterstützung für diese Pop-up-Nutzungen und auch, wenn Leerstand mit neuen Geschäftsideen bespielt wird, länger. Okay, da sind wir schon bei eurer Abteilung, dass wir das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren. Ihr seid für die Grazer Wirtschaft da, das ist nun mal euer ureigenster Job, nämlich Unternehmern und Unternehmerinnen und Unternehmern ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, sie auch zu vernetzen, nehme ich mal an, ihnen Bühne zu bieten, aber zählen Sie selbst. Die Abteilung leistet von ihrem Portfolio, Sie sind ja quasi eine der wichtigsten Serviceabteilungen unserer Stadt, leistet was? Und was bekomme ich? Komme ich mit einer Idee zu Andrea Keimel? Hallo Frau Keimel, habe gehört, bei Ihnen gibt es Kohle, könnte man sagen. Habe eine gute Idee, was machen wir? Das wäre ein bisschen zu einfach wahrscheinlich. Ne? Ja, und Kohle ist oft gar nicht das Wichtigste. Ja. Unsere Erfahrung schon auch wichtig, aber nicht nur. Wir haben drei große Bereiche, Säulen, die wir versuchen gut abzudecken. Das Team besteht aus 17 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Moment. Eine Säule, wie schon angesprochen, ist der Bereich Servicierung und Koordinierung.
ist auch die letzten 1,5 Jahre im Bedarf extrem nach oben gegangen. Also wir haben die Service-Hotline, die wir schon vorher hatten, verstärkt rund um die Uhr für die Unternehmer erreichbar. Das ist eine Hilfe-Hotline? Das ist eine Hilfe-Hotline. Wenn was passiert, wenn, zum Beispiel? Wenn ein Anliegen bei einem Unternehmen auftaucht gegenüber der städtischen Verwaltung. Und das ist eben die Rolle, die wir verstärkt wahrnehmen, diese Nahtstelle zwischen Unternehmern und städtischer Verwaltung. Und da gibt es, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders als in einer ländlicheren Gemeinde, wenn es um Gewerbeverfahren, Bauverfahren, Betriebsansiedlungen geht, sind sehr viele Abteilungen in der Stadt involviert und zuständig. Es kommt oft zu Kommunikationsschwierigkeiten und da setzt die Abteilung an. Okay. Durch die Service-Hotline, dann machen wir seit 2 Jahren sogenannte runde Tische, das wird super angenommen, wo ein Referent von mir sich das Anliegen anhört und alle Abteilungen dazu holt, um gemeinsam mit dem Unternehmer eine Lösung zu finden. Ja, super. Ja. Und da geht es oft um einfach nur verbinden, die richtigen Leute zusammenzubringen und so einfach eine Lösung zustande zu bringen. Also Service, Koordinierung, dann die finanzielle Unterstützung. Da gibt es viele Förderungen, von einer Baustellenförderung über eine Mietförderung, Klimaschutzförderung, Innenstadt, Leerflächenförderung, Coworking-Förderung. Ein Team von mir bearbeitet diese Förderungen und begleitet die Unternehmen aber auch in der Abwicklung. Okay. Das heißt Fördermanagement, einerseits für die Förderungen, die bei uns abgerufen werden, aber auch, es gibt ja viele Bundesförderungen, Landesförderungen, da stellen wir die Kontakte her, begleiten das Unternehmen, so auch zu helfen und die richtigen Kontakte herzustellen. Und der dritte große Bereich, der jetzt für mich im Moment immer stärker notwendig wird, ist eben diese Impulse, neue Veranstaltungen und Formate entwickeln, um Innovationen am Standort zu ermöglichen, um die Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmen weiter gut zu unterstützen. Und aus dem Gedanken ist auch der Lendhafen. Okay, und also dieses Netzwerk zu schaffen, Menschen zusammenzubringen, möglichst noch haptisch, analog hoffentlich wieder. Gell? Ja. Aber da sind wir auf einem guten Weg, das soll ja auch so sein. Vielleicht eine letzte Frage zu diesem Punkt noch. Das ist ein umfangreiches Portfolio, das aber natürlich, es muss ja auszahlen. Also was ist denn die Mindestidee, dass jemand kommt, ist ein nachvollziehbarer Businessplan? Ist ein nachvollziehbarer Businessplan, der wird dann auch von uns bei den Förderungen entweder über die Abteilung, in manchen Förderungen gibt es auch eine Jury, die sich sozusagen das Unternehmen dann anschaut, weil letztlich geht es ja darum, das Unternehmen wirklich einen Schritt weiter entwickeln. Klar. Und daher, Businessplan ist erforderlich. Wir sind immer bemüht, die Förderbedingungen möglichst einfach und transparent darzustellen, damit es für ein Unternehmen einfach klar ist, was braucht er, was bekommt er. Und dafür gibt es eben dann dieses Team bei uns in der Abteilung, das sich den Antrag, den Businessplan und das Projekt, das dahinter natürlich, steht, vom Unternehmen an. Aber es geht quer durch, wie gesagt, es sind also nicht nur die coolen digitalen Startups, so wichtig und toll die sind, also da, was man da für Dinge gerade in Graz erlebt, das ist atemberaubend, muss ich ganz ehrlich sagen, aber auch noch gutes altes Handwerk wäre oder das Händlertum wäre gefragt. Liebe Frau Keimel, wir sind mittlerweile am Lendhafen angekommen, jetzt schauen wir uns noch um, wir haben schon die Bühne gesehen, die Werkstatt gesehen, aber es gibt ja noch ein Gudi im Lendhafen, es soll ja auch die Seele und das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen, denn da hat auch wer angedockt, erzählen Sie uns ganz kurz noch, um Gusto zu machen und beim Maria-Hilfer-Platz vorbeizukommen. Ja, zum Lendhafen gehört natürlich eine Gastronomie. Wir hatten dann die Möglichkeit im Vorjahr im Nebenraum des Lendhafens, da war ein Friseurbedarfsgeschäft drinnen, hat dann geschlossen und wir konnten diesen Raum eben weiterentwickeln. Haben dann eine Ausschreibung entwickelt mit dem Ansatz, wir wollen jungen Gastronomen die Möglichkeit schaffen, sich eben selbst dort auszuprobieren, ähnlich wie im Lendhafen. Und mittlerweile haben wir auch die Bewertung der Einreichungen vorgenommen. Wir haben ein Team, das Mitte Juli oder Ende Juli diese Gastronomie öffnet. Also jetzt in Kürze. Wir freuen uns sehr. Ist ein spannendes Konzept, mehr will ich noch nicht verraten. Ja. Geht in der Kulinarik sehr ins Regionale, mit dem Ansatz, Produkte nur innerhalb 50 Kilometer vom Lendhafen genießen zu können. Und wir freuen uns wirklich schon, weil nach der Arbeit im Lendhafen ist es natürlich auch gut, dann super. Ein Glas Wein oder ein Glas Bier in der Gastronomie. Also, da wünsche ich Ihnen für den Lendhafen, für Sie und Ihr Team und auch für die Grazer Wirtschaft viel Erfolg.
Dankeschön. Weiterhin. Ihnen, meine Damen und Herren, darf ich empfehlen, docken auch Sie an, mitten in der Grazer Innenstadt, wenn Sie nach Graz kommen und wenn Sie schon da sind und erleben Sie Genuss, nämlich wirtschaftlichen Genuss und auch kulinarischen Genuss auf allen Ebenen. Liebe Frau Keimel, Dankeschön fürs Dasein. An Sie wie immer das Dankeschön von dieser Stelle fürs Zuschauen. Alles Gute, wir sehen uns. Wir haben dieses Mal wieder einen Musiktipp für Sie mit im Programm. Jetzt kommen die Austropopper mit Ist bald soweit. Ist bald soweit, mach dich bereit. Ist bald soweit für neue Zeit. Vorbei der Schleier und das Grau. Ist bald soweit, mach dich bereit. Komm schau, es ist nicht mehr so lang. Dann sieht der Winter ab vom Land. Es bleibt schon wieder länger höh. Das macht in unseren Mutspaar höh. Dann bleibt in unser Wohlgefühl. Ich glaub, da will ich keiner fühlen. Die Wärme, die von draußen kommt, die macht uns stark und nix bleibt stumm. Ist bald so weit, mach dich bereit. Ist bald so weit für neue Zeit. Vorbei der Schleier und das Grau. Ist bald so weit, mach dich bereit. Da merkt man, wie es einer wird. Die Sonne, es liegt, da scheint der Berg. Doch uns kann es so weitergehen. Der Frühling kommt, es ist so schön. Ist bald so weit, mach dich bereit. Ist bald so weit für neue Zeit. Vorbei der Schleier und das Grau. Ist bald so weit, mach dich bereit. Wir sind bereit. Ist bald soweit, mach dich bereit. Ist bald soweit für neue Zeit. Vorbei der Schleier und das Grau. Ist bald soweit, mach dich bereit. Weiter geht's jetzt mit unseren Kurznews aus der Steiermark. Der Doppel-Grand Prix neigt sich mit dem großen Preis von Österreich dem Ende zu. Als Sieger geht erneut Max Verstappen hervor und kürt sich zum Spielberg-Rekordsieger. Mit 132.000 begeisterten Fans liefern sich die Formel-1-Piloten packende Duelle. Mercedes feiert mit Valtteri Bottas den zweiten Platz und Lando Norris komplettiert das Podium für McLaren. Im Rahmen eines Festaktes wird Dr. Egon Capillari die Ehrenbürgerschaft der Stadt Graz verliehen. Auf Einladung von Bürgermeister Siegfried Nagel und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer nimmt der ehemalige Diözesanbischof die höchste Auszeichnung der steirischen Landeshauptstadt entgegen.
Das war unser Programm, das war Kanal 3 Steiermark für diese Woche. Ich hoffe, unsere Sendung hat Ihnen gefallen. Falls Sie einen Beitrag verpasst haben oder nochmal anschauen wollen, schauen Sie auf unsere Website kanal3.tv oder auf YouTube. Natürlich sind wir auch auf Instagram und Facebook vertreten und freuen uns auch dort immer über neue Follower. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Mit dabei sein und hoffe, dass Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut!